Servus und hallo miteinander. Heute darf ich euch die schöne Windach zeigen. Und wir beginnen direkt am Ursprung. Der Hasenschorngraben entspringt in seiner längsten Ausführung zwischen Abzriert und Rott. Er ist einer der beiden ursprünglichen Bäche, die sich zur Windach formen. Hier sehen wir jetzt schon ganz deutlich, wie sich die Windach durch die Landschaft schlängelt. Ziemlich nach Norden ausgerichtet, ein Großteil ihrer Strecke, und dann Richtung Osten hin zur Amper. Der Hasenschorngraben zeigt sie da in vielfältiger Ausführung. Beginnend vom Moorsumpfgebiet über zu tiefere Gräben, die dann wieder abrupt enden und nur stehendes Wasser beinhalten. Genauso auch dann wieder ein breiteres Moor, wie wir hier sehen, um dann wieder in einem Graben zu münden, das dann einen ordentlichen Bach führt. Hier sehen wir einen parallel verlaufenden Entwässerungsgraben, der dann in den natürlichen Hasenschorngraben mündet. Leider konnte ich den nicht direkt begleiten, da der Wald dort sehr stark zugewuchert war. Hier verlässt auch schon der Hasenschorngraben den schützenden Wald und schlängelt sich weiter über die Wiesen. Eigentlich müssten wir in 800 Metern sogenannte große Entwässerungsbecken finden, die waren allerdings komplett leer. Der Blick hier geht nochmal zurück, wo der Hasenschorngraben aus dem Wald fließt. Und hier sehen wir schon ein begradigtes Flussbett, das hier mündet in einem natürlichen Verlauf bis hin zu einem kleinen Naturweiher. Der Hasenschorngraben ist hier zwischen 50 cm und 1,50 m breit. Hier sehen wir den klaren Ausfluss. Der Hasenschorngraben vereinigt sich dann bald mit dem Bach, der aus dem Ochsenfilz abfließt. Den sehen wir hier. Hier sehen wir die großen Überreste, große, wie von Natur geformte Becken, die allerdings alles andere als natürlich sind. Hier wurde lange Jahre Torf abgebaut. Und so hat sich diese Landschaft dann ergeben. Vom Menschen geformt, zurückgelassen und dann wieder von einer vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt erobert. Gerade Biber fühlen sich hier sehr wohl und haben sich hier massiv ausgebreitet. Unglaublich viele Biberbauten und unglaublich viele abgenagte Bäume findet man hier. In dieser stark vom Agrarnutzen geprägten Landschaft, die auch viele Wege durchzieht, finden beide Bäche zusammen und vereinigen sich und werden zur gemeinsamen und starken Windach ausgeprägt. 1924 wurde noch hier und auch am Ammerseezulauf deutlich mehr Torf abgebaut. Das wurde dann über die Jahre immer weniger und ganz eingestellt. Zurückblieben an der Ammer ein deutlich veränderter Flusslauf und hier diese Freiflächen und Becken. Wir schauen weiter über das Waldgebiet hinweg bis hin Richtung dem Ort Wolfgrub. Der kleine Ort ist der erste, den die Windach mit ihrer jetzigen Namensgebung passiert. Über weite Agrarflächen und kleinen Baumbewuchs erstreckt sie sich über die Landschaft, teilweise begradigt, teilweise im natürlichen Flussverlauf. Die Abwechslung, die wir hier erleben, besteht darin, dass die Windach an vielen Stellen deutlich begradigt und verändert wurde in ihrer eiszeitlichen Moränenlandschaft. Zwischendrin haben wir allerdings sehr viele naturbelassene Bereiche oder renaturierte Bereiche. Diese machen natürlich ein viel schöneres Bild, sind allerdings von weniger Nutzen geprägt. Wir fliegen weiter und kommen an den Ort Dettenschwang heran. Zur Linken sehen wir den Sportplatz und zur Rechten den Ort Dettenschwang. Wir machen jetzt hier einen Abstecher weg von der Windach, die wir allerdings erstmal noch genau unter die Lupe nehmen, in einem teilweise begradigten Stück, teilweise renaturierten Bereich. Durch die Nähe eben zu Ortschaften
aber auch zur Agrarflächen wurde die Windach immer wieder Objekt von Umleitungen und Veränderungen in ihrem Bachbett. Wir begeben uns jetzt Richtung Westen, kommen vorbei an der Kapelle Maria Einsiedeln und genießen von hier aus den Sonnenuntergang. Weiter Richtung Hauserbach, der im Oberhauser Weiher entspringt. Das ist er noch nicht ganz. Dort hinten kommt er und zeigt seine ganze Pracht in der Abendsonne. Der Weiher hier hat fast 9 Hektar und wurde ursprünglich mal künstlich angelegt für den Betrieb einer Mühle in Oberhausen. Der Oberhauser Weiher ist der größte Zufluss mit dem Hauserbach für die Windach. Es ist ein schönes und ruhiges Stillgewässer. Wir haben hier nun die Nacht überdauert und verfolgen einen atemberaubenden und ruhigen Sonnenaufgang. Zur Kapelle Maria Einsiedeln gibt es noch eine Legende. Der rächende Knecht von Dettenschwang. Bei der Kapelle Maria Einsiedeln in der Nähe von Dettenschwang steht ein altes Steinkreuz, auf das sich folgende Geschichte bezieht. Auf dem Kirchbauernhofe in Dettenschwang war einmal ein Knecht, ein rechter Rüpel und Saufbold. Der hat den Buben, der auch auf dem Hofe diente, aus purem Mutwillen oft hart traktiert und ihm das armselige Leben recht sauer gemacht. Das hat sich der Bub tief hineingelassen und hat einen argen Hass gegen seinen Peiniger gefasst. Die Zeit verging, der Bub wuchs heran und als Krieg ausbrach, da zog er mit den Soldaten fort. Er hielt sich gut und tapfer und trug Lohn und Beute davon, aber das Heimweh verlor sich so wenig als die Feindschaft. Wie dann der Friede geschlossen wurde, nahm er seinen Abschied und zog der Heimat zu. Und merkwürdig, der erste, dem ihm begegnete, war sein Todfeind. Da packte dem Burschen grimme Wut, er rannte ihn an und stieß ihm die Wehr in die Seite, dass der Schächer an Ort und Stelle seinen Geist aufgab. Der Mörder aber entfloh, und niemals mehr hat man ihn wieder gesehen. Zur Erinnerung und Sühne der Mordtat steht dieses Kreuz genau dort. Nach dem wunderschönen Ausblick über diese Moränenlandschaft, wo sich der Hauser Bach hindurchschlängelt, verlassen wir den angrenzenden Wald nun und begeben uns auf das Stück des Hauser Bachs, wo er kurz vor seiner Vereinigung mit der Windach auf Obermühlhausen oder besser die Ortsrandlage trifft. Gerade hier sehen wir einen schönen Blick auf das Obermühlhausener Freischwimmbad, das ist ein Moorbad, das damals in den 1960er Jahren gebaut wurde und auch immer noch in Betrieb ist. Für die Dorfjugend, aber auch für die Menschen, die mal was anderes genießen wollen. Hier fließt also der Hauserbach in die Windach ein und aus beiden wird ein stattlicher und schöner Fluss.
wieder zurück in Dettenschwang an der Ortsrandlage, betrachten wir zunächst den Ort und dann wieder die Windach. Hier kann ich euch noch von einer Legende berichten. Es war das Jahr 1830, als ein neuer, junger Kaplan nach Dettenschwang kam. Er war würdig, aber auch streng in der Glaubensauslegung. Dafür war er bald in der Gemeinde und auch weit darüber hinaus bekannt. Aufgrund seiner Verfolgung der Leichtlebigen schlossen sich diese zu einem unheiligen Bund zusammen. Schwarze Künste brachten somit einen bösen Zauber zu Wege. Diese verhexte den Pfarrhof und das Unheil begann mit den Hühnern. Diese legten keine Eier mehr. Alle Rinder starben hintereinander weg. Selbst das neu angeschaffte Vieh erlag alsbald dem Fluch. Pferde waren am Morgen mit miteinander verknoteten Schweif und Mähne erwacht. Selbst die findigsten Männer konnten nicht für Abhilfe sorgen. Selbst die Felder waren nicht mehr fruchtbar. Der Pfarrer, selbst ein findiger Landwirt, suchte das Unglück in einer natürlichen Ursache. Er suchte dann Hilfe bei seiner Mutter und seinen Schwestern. Gemeinsam mit einem neuen Knecht zogen sie auf den Hof ein. Mit neuem Vieh sollte der Neubeginn gelingen. Aber wieder legten die Hühner keine Eier und das Vieh krepierte. Sein Geist öffnete sich nun für den Aberglauben. Er hörte von einem Bauern, der einen Erdspiegel besaß und auch die Kunde, ihn zu nutzen. Da der Bauer ein guter Christ war, lud er ihn ein. Nachdem er ihn all sein Leid geklagt hatte, stellte der Bauer fest, dass ihm dies in voller Absicht geschah. Da es noch nicht zu spät war, offenbarte er ihm erst einmal, wer ihm das angetan hatte. Der Spiegel ließ tief blicken und zeigte zwei Weiber aus Pitzeshofen und einen Mann aus Dettenschwang. Der Bauer ließ daraufhin die Kühe melken und sott die Milch in einem Topf und verschloss diesen mit Schlamm. Am Stall warf er ihn über das Dach, aber er kam auf den Boden auf und war vollkommen intakt. Der Bauer sagte ihm, er solle jetzt gut aufmerken. Beim zweiten Wurf über das Dach zerplatzte der Topf zischend und dampfend in der Luft und 1000 Stücke regneten zu Boden. Danach war das Vieh wieder genesen und die Felder gediehen prächtig. Aber die drei des bösen Bündnisses wurden todkrank. Die Verwünschung war auf sie zurückgefallen. Da der Pfarrer darauf bestand, der Bauer möge auch die drei wieder befreien vom Unheil, wurden alle nun ihre Gesundheit zurückgegeben. Allen war geholfen, nur der Pfarrer, der bereits um seine Versetzung gebeten hatte, wäre noch gerne in Dettenschwang geblieben. Leider hat somit am Ende das Böse gesiegt. Wir folgen hier frühmorgens der wunderschönen Landschaft am Pauleberg vorbei und kommen wieder nun zu ein paar Fakten der Windach. Die Windach ist insgesamt 35 Kilometer lang, bevor sie in die Amper fließt. Die ursprünglichen Zuflüsse entstehen in feuchten Moorgebieten zwischen Abtried und Pessenhausen und das haben wir bereits beleuchtet. Der Fegertshofer Forst lässt den westlich den Hasenschorngraben auf 684 Metern Höhe entspringen und eher nördlich den Ochsenfilzbach auf 709 Metern. Die Vereinigung beider Bäche vor Wolfkrug lässt die Windach entstehen. Das haben wir bereits gesehen und gehört. Was wir allerdings noch nicht beleuchtet haben, ist die Namensherkunft. Windach ist als Flussname erstmals 1346 belegt, als Pei der Winda, der Ort gleichen Namens, 1158 als Windaha. Der Name Windaha setzt sich zusammen aus dem althochdeutschen Grundwort aha, das so viel wie Wasser, Fluss oder Bach bedeutet, und ein Bestimmungswort, das auf eine Partizipform von Althochdeutsch Wintern wie Winden, Wenden, Wirbeln, Mittelhochdeutsch Winden oder Drehen zurückgehen dürfte. Der Name bedeutet demnach wohl windender Fluss, womit vielleicht zum Ausdruck kommt, dass die Windungen dieses Wasserverlaufs sich häufig stark verändern.
Genau das Gegenbeispiel sehen wir hier unter uns. Hier wurde der Fluss wieder stark begradigt und für die agrare Nutzung aufgehübscht. Solche Flächen oder Bereiche der Windach finden sich vielfältig, genauso auch wieder renaturierte oder ursprünglich natürliche Bereiche. Wir haben jetzt gesehen, wie sie westlich an Dettenschwang vorbeifließt und dann zwischen den kleinen Wohnplätzen Weidhausen und Pauleberg hindurch sowie nach dem Zufluss des großen Hauser Bachs, der vom Oberhauser Weiher her fließt, von Westen. Danach mündet von rechts der Beurer Bach und sie erreicht nahe dem Dreiländereck der Gemeinden Diessen, Hofstetten und Finning einen Sumpf um den Zulauf des Schlögelbachs von links, durch den sie in den Winterspeicher einläuft. Aber soweit ist es noch nicht. Kurz bevor die beiden Bäche oder Flüsse aufeinandertreffen, zeigt die Natur nochmal ihren kalten Atem. Eine schöne Schneelandschaft, die bald wieder hinweggeblasen ist durch die Sonne. Und hier sehen wir nochmal einen Blick zurück auf unseren Schneeflug. Die Windach hier läuft wieder durch ein Waldgebiet, wobei sie allerdings nur kurz im Wald selbst verweilt. Im Osten von Obermühlhausen schlängelt sich die Windach entlang und trifft dann schließlich hier auf den Hauser Bach. Gerade zu Hochwasserzeiten ist dieses Gebiet schnell mal stark ausgeprägt oder teilweise überflutet. Beide Bäche lassen sich auf ein ruhiges Aufeinandertreffen ein.
Der unnatürliche Bachverlauf der Windach hat hier ein jähes Ende und es mündet in einen naturbelassenen Bereich, der sich hier wunderschön und schlängelnd darstellt. Wir machen einen kurzen Ausflug hin zum Schlögelbach, der durch den Schlögelhof hindurch Richtung Windach fließt und hier die Landschaft nicht zerschneidet, sondern sich zart einfügt. 1964 wurde der Windachspeicher fertiggestellt. Er dient als Hochwasserrückhaltebecken mit einem Dauerstau, der manchmal auch etwas überläuft. Wann genau das hier entstanden ist, kann ich euch nicht sagen, aber es stellt so die Polderflächen dort dar, wenn der See deutlich gestaut wurde. Und somit wird einiges an Landschaft überflutet. Das 6 Millionen Mark teure Projekt hier dient natürlich hauptsächlich als Talsperre und Hochwasserschutz. Aber mittlerweile haben sich vielfältige Entwicklungen gezeigt. Was von Anfang an geplant war, war eine 40 kW stromerzeugende Anlage. Der Speicher wird vom Freistaat Bayern betrieben. Aber auch das Natur- und Naherholungsgebiet dort erfreut sich größter Beliebtheit. Egal ob zum Spazierengehen, Wassersportarten, aber auch zum Sportfischen ist der Windachspeicher oder Windachtalsperre oder manchmal auch Windachsee sehr gut geeignet. Hier können auch 2,92 Millionen Kubikmeter Wasser gestaut werden. Die angestrebte Seefläche für den Dauerstau beträgt allerdings nur 0,13 Quadratkilometer. Für Modernisierungen wurden bis aktuell 4,5 Millionen D-Mark investiert. Die Höhe der Talsohle sind 12,7 Meter und Höhe der Gründungssohle 16 Meter. Egal ob im Sommer, Winter, Frühling oder Herbst, der Windachspeicher erfreut sich immer größter Beliebtheit. Im Winter durch Schnittschuhlaufen, im Sommer natürlich das Baden, besonders hier gibt es auch einen FKK-Badeplatz, im Frühling und Herbst zum Wandern und Durchatmen und vor allem zum Genießen. Dass dieses riesige Bauwerk notwendig ist, liegt leider an den geologischen, topografischen und meteorologischen Verhältnissen hier in der Gegend. Daher kann es zu teilweise steil ansteigenden Hochwasserschwellen kommen. Das hohe Gefälle zu den begrenzenden Höhenzügen nach Osten und Westen hin sowie der Einzugsgebiete zum Teil vorherrschenden dichte Untergrund begünstigen die Abflusskonzentration, sodass der dort anfallende Niederschlag relativ kurzer Zeit abflusswirksam wird. Deshalb treten an der Windach sowohl im Sommer als auch im Winter häufig rasch ansteigende Hochwasserpegel auf. Während im Sommer Gewitter rasch zu Hochwasser führen, sind es im Winter und Frühjahr Regenereignisse sowie plötzliche Föhneinbrüche und das damit verbundene Schmelzwasser dafür verantwortlich. Gerade der verdichtete Lehmboden hier sorgt für einen schnellen Wasserweiterfluss, aber eben kein Durchsickern.
Vor uns liegt nun der erste große Ort oder der erste Ort überhaupt, den die Windach durchfließt. Das schöne Örtchen Finning. Die Windach steuert hier von Südosten durch den Ort hindurch. Hier haben wir fast durchgängig eine ursprüngliche Bachbettform, bevor die Windach auf den Ort trifft. Im Ort gab es einige Umleitungen und Anpassungen und auch Begradigungen. Vorher werfen wir noch einen Blick auf diesen naturbelassenen Bereich. Innerhalb des Ortes fließt sie am Friedhof vorbei, wird deutlich seichter, aber auch an manchen Stellen deutlich breiter. Wir haben hier eine Breite von 55 oder 60 cm bis etwa 2,20 Meter. Am Ende von Finning verlässt sie weiter Richtung Norden den Ortsbereich und bettet sich auch weiterhin in die Kulturlandschaft ein. Klassische Legenden gibt es über die Windach nicht, wie Tod oder Teufel, Verdammnis oder ähnliches. Aber eine kleine Anekdote, die einen gewissen Charakter vor Legende hat. Es geht um den Inselhof. Es ist eines der ältesten Anwesen der Gemeinde Finning und geht aufs 12. Jahrhundert zurück. Die Legende besagt, dass von Mönchen der Mühlbach umgeleitet wurden, indem sie ihn von der Windach abzweigten. So entstand die 3 Hektar große Insel, um die herum sich das Dorf Finning entwickelte. Die Insel ist seit Generationen im Familienbesitz. Seit 1980 wurde die Landwirtschaft in einen Pferdezuchtbetrieb umgewandelt, später dann mit Reitbetrieb und vor allem heute Erfreude für Kinder. Insgesamt ist dadurch das Ortsbild schön geprägt, so wie ihr es an der Hand der Karten seht. Hier folgt wieder ein Bereich mit starker landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Nutzung. Hier kann die Windach aber auch gut zu Fuß begleitet werden. Direkt am Bachbett ist es dank wenig Wald möglich, einen Blick auf die Flora und Fauna dort zu werfen.
Nach dem kurzen Blick zurück Richtung Finning richten wir unsere Aufmerksamkeit wieder auf die Windach, wie sie sich durch die Landschaft bewegt, still und leise in Richtung Windach. Hier ist das Gebiet wieder vollkommen eingeschlossen von Wald, um nur kurz darauf wieder in eine Agrarfläche zu münden. Nachdem sie von Osten her den Roßbach aufgenommen hat, folgt sie dem Weg durch die Landschaft. Von links bei Neugreifenberg nimmt sie noch den Fischbach auf. Hier kommen wir jetzt zum Ort Windach. Und hier werde ich euch wieder einige Bodenaufnahmen der landschaftsverändernden Maßnahmen zeigen, die getroffen wurden, um die Windach gütlich in den Ort zu integrieren. Ja, wie gesagt, es gibt leider keine spannenden Legenden um die Windach, nur um die Entstehung des am Waldrand von Windach gelegenen Ulrichbrunnens ranken sich verschiedene Legenden. Eine erzählt davon, dass der heilige Ulrich nach der Schlacht auf dem Lechfeld am 10. August 955 bei der Verfolgung der feindlichen Ungarn nach Eresing kam. Bei seiner Rast soll er hier eine Quelle gesegnet haben, die dort entspringt. Nach einer anderen Erzählung soll sich Bischof Ulrich auf der Heimreise von Rom befunden haben und an dieser Stelle sich ausgeruht haben. Und dabei segnete er die Quelle. Dem Wasser wird Heilwirkung, besonders bei Augenleiden, nachgesagt. Die Kapelle mit der Klausnerwohnung wurde im Jahr 1618 im Auftrag von Franz Füll zu Windach erbaut. Ein Stein mit dem Wappen an der Stirnseite der Kapelle erinnert heute noch daran. Franz Füll, ein reicher Handelsherr aus München, kaufte 1596 die Hofmark Windach mit Eresing. Im Jahr 1610 wurde er geadelt. Seine Familie beteiligte sich finanziell an diversen Bau- und Renovierungsarbeiten der Pfarrkirche St. Ulrich. Somit haben wir doch eine kleine Legende, die allerdings wenig spannend ist. Wir begleiten weiter unseren Fluss durch den Ort Windach. Endlich hat es zusammengefunden, was zusammengehört: der Fluss und der Ort. Unser Weg führt uns weiter vom Ort Windach vorbei an der Autobahn, etwas südlich davon, direkt Richtung Neugreifenberg. Hier ist die Windach auch ins Orts- und Landschaftsbild integriert, aber auch stark begradigt worden. Der Weiterweg wird umso stärker verbaut und bebaut, desto mehr die Windach auf ihr Ziel, die Amper, zusteuert. Den großen Nutzen ziehen heute noch Fischereiverbände aus der Windach. Ansonsten ist sie ein schöner Anblick für viele Menschen und für die Tierwelt natürlich nach wie vor ein Lebensraum, egal wo und egal wie.
Wir blicken noch zurück Richtung Windach und sind jetzt aber bereits südlich von Neugreifenberg. Wir treffen bald auf die Bahn und das Ammerseegebiet. Der Blick hier geht jetzt nach Neugreifenberg. Wir sehen schon wieder die Autobahn und sehen auch den Aldi, an dem die Windach vorbeifließt. Der Durchfluss unter die Hechenwanger Straße Richtung Autobahn erfolgt brückenlos und fällt den meisten Menschen gar nicht auf, da hier ein starker Baumbewuchs stattfindet. So gepflegt allerdings ist sie wieder Rückzugsraum für alle möglichen Vögel und weiteren Tiere. Ebenso unter der Startstraße 2055 verläuft die Windach brückenlos Richtung dem kleinen Weiler Gießübel. Das Gewässer am oberen Bildrand ist kein Teil der Windach, es ist ein künstlich geschaffenes Abwasserbecken für die Autobahn. Gilt aber heute jetzt auch als Biotop und nimmt dort das Wasser auf als Nutzbecken und ist eben auch Rückzugsraum für Tiere geworden. Wir sehen hier die Autobahn und auch all die landwirtschaftlichen Nutzwege, die heute wunderbar von Radfahrern und Erholungssuchenden genutzt werden. Weiter in dieser Richtung liegt dann der Ort Stegen. Ebenso auf der linken Seite sind wir wieder zwei Rückhaltebecken für Abwasser von der Autobahn. Ganz am Ende sehen wir dieses breitere Becken. Das ist der Endbereich der Windach, bevor sie unter der Autobahn ebenso brückenlos hindurchgeführt wird. Hier endet vorerst unsere Reise. Wir blicken nochmal zurück in den Bereich um den Weiler Gießübel.
Da wir hier die ursprüngliche Gegend schon lange verlassen haben, den ursprünglichen Flusslauf und jetzt in eine Gegend kommen mit Autobahn und auch mit dieser großen Kläranlage und diesen großen bebauten Flächen, möchte ich nochmal zurückblicken auf eine Legende. Der Spuk am Reiteberg. Sie findet in der Nähe von Oberfinning, ihre Heimat. Eine gute Stunde östlich von Hofstetten liegt eine bewaldete Höhe, der sogenannte Reiteberg, an dem vorbei führt in früherer Zeit ein Fußweg nach Hofstetten über Oberfinning. Aber die Wanderer, die nächtlicherweise einmal gingen, scheuten ihn ein zweites Mal. Und selbst der Förster Peter Kirchmeier von Hofstetten, ein furchtloser, kräftiger Mann, mied ihn zur Nachtzeit. Denn Erscheinungen abenteuerlicher Tiere, Begegnungen mit unheimlichen Menschengestalten waren keine Seltenheit. Als im Jahre 1822 drei erwachsene Personen, der Sohn und die zwei Töchter vom Westelbauern in Memming nachts heimkehrten und diesen Weg nahmen, näherte sich der älteren Schwester eine schwarze, himmellange Mannsgestalt, fasste sie mit eiskalten Händen bei den Armen und blies sie an. Das zu Tode erschrockene Mädchen trug von dieser Begegnung eine lang währende Entstellung im Gesicht zurück. Das ist auch eine der Legenden, die hoffentlich der Vergangenheit angehört und im Reich der Fantasie angesiedelt sind. Hier sind wir nun schon lange am Ende unserer Reise. Ich zeige euch noch ein paar Bilder von gewissen Making-ofs, die entstanden sind. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und ich hoffe, ihr konntet diesen Heimatflug genießen.